Sie möchten ein Werbevideo für Ihr Unternehmen erstellen und stehen jetzt vor der Herausforderung, ein Konzept oder gar ein Drehbuch schreiben zu müssen und wissen gar nicht, wo Sie anfangen sollen? In diesem Video zeige ich Ihnen einen Leitfaden, wie Sie in 5 einfachen Schritten ein richtig gutes Videokonzept entwickeln können. Herzlich willkommen im MoClip Videoblog in der Kategorie Marketing. Für jedes Video braucht es ein gutes Konzept. Und viele Unternehmen stehen da vor einer großen Herausforderung, weil ihnen die Erfahrung fehlt, ein solches zu erstellen und sie gar nicht wissen, wo sie eigentlich anfangen sollen. In diesem Video möchte ich Ihnen einen einfachen Leitfaden vorstellen, wie Sie in 5 Schritten zu einem wirklich guten Videokonzept kommen, das sich vor allem für Werbevideos eignet. Also dann, wenn der Betrachter noch keine Berührungspunkte mit Ihrem Unternehmen oder Ihrem Angebot hatte. Das heißt, dieses Video eignet sich am Ende zum Beispiel für die Schaltung im Internet oder zum Beispiel auch für die Begrüßung von Besuchern auf der Landingpage. Aber starten wir direkt ins Konzept. Im ersten Schritt müssen Sie die Aufmerksamkeit vom Betrachter erhalten. Das können Sie zum Beispiel einfach über die Bilder, die Sie zeigen, tun. Das können Aufnahmen von der Produktion sein. Das können Sie aber auch machen, indem Sie eine rhetorische Frage stellen. Wie zum Beispiel, laufende Kosten finden Sie super, oder? Oder aber Sie nutzen die Möglichkeit, dass der Betrachter sich mit dem, was Sie sagen, identifizieren kann. Wie zum Beispiel Reißverschlussverfahren, die eine Sache, die die Deutschen einfach nicht können. Jetzt haben Sie die Aufmerksamkeit und können im zweiten Schritt das Problem, das Sie lösen möchten, beleuchten. Denn niemand kauft ein Produkt, wenn es keinen echten Mehrwert hat. Deswegen gehen Sie zunächst auf das Problem ein. Und hier beschreiben Sie so, dass der Kunde, der Betrachter, sich wirklich damit identifiziert und sagt, jawohl, genau das ist mein Thema, hierfür suche ich nach einer Lösung. Bevor Sie diese Lösung präsentieren, kommen Sie im dritten Schritt aber erstmal dazu, dass Sie Ihre Glaubwürdigkeit begründen. Warum sind Sie der perfekte Ansprechpartner für dieses Video? Das können Sie begründen mit zum Beispiel Testimonials, mit Customer Stories, mit Meilensteinen, mit Referenzen, wie vielen Kunden Sie schon geholfen haben oder zum Beispiel auch einfach mit der Ausrichtung, mit der Spezialisierung Ihres Unternehmens. Jetzt haben wir es geschafft, dass wir die Aufmerksamkeit vom Betrachter haben. Er hat sich identifiziert mit dem Problem, das wir lösen möchten und er ist davon überzeugt, dass Sie der richtige Partner für diese Lösung sind. Kommen wir damit also zur Lösung. Das heißt, jetzt präsentieren Sie Ihre eigentliche Lösung und welche Benefits darüber hinaus Sie noch anbieten können. Und dann kommen Sie zum 5. Schritt, der Handlungsaufforderung. Wenn Sie dem Betrachter nicht eindeutig sagen, was er, nachdem er das Video gesehen hat, tun soll, dann tut er genau das, nichts. Das heißt, Sie möchten ihm ganz klar sagen, was er tun soll und geben Sie ihm nur eine Möglichkeit an die Hand. Denn wenn Sie ihm 2 Optionen lassen, dann muss er sich entscheiden und das wollen wir eigentlich nicht, denn das kostet wieder Kraft und Energie. Sagen Sie ganz klar, was Sie möchten, zum Beispiel den Besuch Ihrer Webseite oder die Kontaktaufnahme über das Kontaktformular. Und nun möchte ich Ihnen ein Beispiel geben, wie so ein Konzept im Ergebnis aussehen kann, natürlich am Beispiel von MoClip. Haben Sie sich mal gefragt, wie Marketing-Experten Ihre Produkte und Leistungen verstehen sollen? Und das gleiche Problem haben Sie mit potenziellen Kunden? Ihr Angebot ist so speziell und erklärungsbedürftig, dass man es erstmal verstanden haben muss, um den Mehrwert zu erkennen? Ich bin Moritz Bechtold von MoClip, dem Videospezialist für die technische Industrie. Wir produzieren Videos für Unternehmen vom Einzelunternehmer bis zum multinationalen Konzern, von der bekannten Marke bis zum Hidden Champion und vom klassischen Handwerksbetrieb bis zum Technologieführer. Wir sind Technikexperten. Ich selbst habe Physik studiert und wenn es anderen zu kompliziert wird, wenn sie mit den Augen rollen, weil sie es nicht mehr verstehen, fängt es an, mir so richtig Spaß zu machen. Wir verstehen ihre Produkte und Leistungen und mit Videos rücken wir sie ins rechte Licht. Kein anderes Medium kann so viel Informationen in so kurzer Zeit vermitteln, kann Kompliziertes so leicht verständlich machen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, gemeinsam entwickeln wir die Videostrategie, damit Sie Ihren Umsatz steigern und Ihre Marke stärken können. Nun noch einige abschließende Hinweise. Häufig kommt es vor, so wie in meinem Beispiel, dass die ersten 2 Schritte miteinander etwas verschmelzen, nicht mehr klar voneinander zu trennen sind. Manchmal startet man noch direkt mit Punkt 2 der Problembeschreibung. Das kann man immer dann machen, wenn sich das Problem wirklich kurz und klar greifbar machen lässt. Generell lässt sich dieser Leitfaden nicht immer 1:1 umsetzen. Und es darf natürlich davon abgewichen werden, indem man zum Beispiel die Reihenfolge verändert, etwas weglässt oder etwas anderes hinzunimmt.
Trotzdem hilft Ihnen dieser Leitfaden, schnell erste Ideen zu entwickeln und somit zu Ihrem Videokonzept zu finden. Wenn Sie mehrere Aspekte beleuchten wollen, zum Beispiel weil Sie mehrere Probleme lösen oder verschiedene Lösungsansätze dafür bieten, machen Sie mehrere Videos. Wenn Sie alles in ein Video packen, laufen Sie Gefahr, dass das Video zu lang wird und zu viel Inhalt beinhaltet, der dazu führt, dass Menschen das Video abbrechen, weil die Inhalte für diese Personen nicht relevant sind. Je spitzer und je präziser Sie das Problem adressieren und eine Person ansprechen, desto höher ist die Chance, dass Sie diese Person von Ihrem Unternehmen und Ihrer Lösung überzeugen können. Gehen Sie dabei auch nicht zu weit ins Detail, denn in der Kürze liegt die Würze. In 30 bis 90 Sekunden sollten Sie die wichtigsten Punkte vermitteln können. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen und es hilft Ihnen, das Konzept zu Ihrem Video zu erstellen. Und Sie ahnen es schon, jetzt kommt der Handlungsaufruf, wenn Sie dabei Unterstützung benötigen oder den passenden Partner für die Umsetzung suchen, dann sprechen Sie uns gerne an. Ich freue mich auf den Kontakt.